Holz sind 1907, Entschuldigung, gebaut worden. Das haben wir zusammengefügt aus dem Anlass, weil früher nach dem Krieg, nach dem Ersten Weltkrieg, waren Flugzeugmotoren übrig und Deutschland durfte keine Flugzeuge mehr betreiben. Dann sind Sportsmänner und Rennfahrer auf die Idee gekommen, Flugzeugmotoren einzubauen in Autos, in vorhandene Autos. Und das ist jetzt eine Anlehnung. Der Motor hat 46,9 Liter Hubraum, entspricht heutzutage von über 40 Golfmotoren, dass man so das Verhältnis mal sich ungefähr vorstellen kann. Des Weiteren hat er eine Dauerleistung bei 1500 Umdrehungen von 550 PS. Dann darf man kurzzeitig die Drehzahl auf 1700 Umdrehungen erhöhen, dann erhält man eine Leistung von 750 PS. Muss man aber dann wieder zurücknehmen, um den Motor nicht zu gefährden. Ja, größte Probleme bei dem Fahrzeug, bei der langjährigen Restauration, war die Kühlung. Kühlung haben wir heute, ein spezieller Kühler vorne drin, hinten nochmal 200 Liter extra Wasser, um einfach mehr Kühlmasse zu erhalten, die verbunden sind mit großen Rohren über den Rahmen hier. Zwei originale Wasserpumpen, auch von 1907, die das Wasser dann zirkulieren lassen im ganzen Fahrzeug. Und wenn man dann auf eine schöne Teststrecke, wie jetzt Buchsberg, haben wir Hochgeschwindigkeitsfahrt gemacht mit dem Auto, dann hat man auch eine gute Kühlleistung jetzt. Aber das hat Jahre gedauert, bis das soweit war. Höchstgeschwindigkeit ist vielleicht auch noch interessant von dem Fahrzeug, ist rechnerisch über 200 km/h, hat sich aber bis heute noch kein mutiger Fahrer gefunden, der das austesten will, weil man freiwillig doch vor Angst irgendwann aufhört. Der schnellste Fahrer war bisher ein Engländer. Ich vermute, der hing nicht so arg an seinem Leben und er hat um die 190 bis 200 km/h gefahren in Boxberg. Wie lange darf man denn mit so einem Auto fahren aufgrund der Hitze? Das Auto jetzt hier im Stand, können wir das vielleicht ja, 10 bis 15 Minuten je nach Bedingungen laufen lassen. Wenn man es fahren kann und man hat freie Fahrt und kann schön auf einer Rennstrecke fahren, dann geht es schon auch bis der Tank leer ist. Also dann hat man das Fahrzeug so weit hinbekommen, dass es fahrfähig ist, dauerhaft fahrfähig. Keine Würstchen im Haus. Der kommt vom Autotechnikmuseum, wie gesagt. Ist ein BMW-Motor drin, ja, mit 47 Liter Hubraum. Schade, dann.